Es muss mit den Chance, ganz ehrlich. Wir dürfen nicht vor das Kario rausfliegen, oder? Das wäre ja peinlich. Ich finde aber auch keine Basis mehr. Gänge, andere Gänge, Gänge, die wir noch nicht kennen. Es ist halt, wir sind direkt am Rand, was willst du machen? Momentan bin ich unter dem Meer. Unter dem Meer. Oh! Unter der Cobblestone hier unten? Was ist das denn hier? Hallo? Ach, ich weiß, an welcher Stelle ich bin. An der Stelle, wo du dich in den Gang eingebaut hast. Ganz am Anfang gegen Team Blau. Wo du dich in die Sackgasse gesetzt hast. Ja. Ah, wir haben schon ein paar dumme Aktionen gemacht hier. Egal. Tonografie, wir hatten Liscario und den anderen Ton waren voll equipped. Ja, den machen wir auch noch. Zurückgehen. Dreimal Dia. Ich hatte drei komplettes Dia-Gear. Jawohl, es ist auch noch ein Creeper explodiert. Hallo? Hat mich jemand gehört? Nutzt die Basis von Team Blau jemand? Wo verstecke ich denn unsere Wolle jetzt? So. Ist in den Öfen noch Essen drin? Nein, hat natürlich keiner was zu essen drin gelassen. Alle Schweine, oder? Die denken nicht an uns. Leck, oh nein, ja. Ich krieg gerade eine Spinne und es leckt. Jetzt geht's. Oh Mann, ey. Jetzt hast du nochmal die Nachricht bekommen. Ja, aber das kann nicht sein. Wir müssen nicht noch eine Play. Wieso? Playen, hast du eine gesetzt? Ich hab jetzt gerade eben eine gesetzt, ja. Das muss eigentlich sein. Ich dachte das. Giftige Kartoffel. Oh, ich muss es riskieren. Sonst habe ich nicht. Nein. Könnte Redstone-Blöcke ganz viele machen. Riskier's mit zwei. Ich esse jetzt 26 Gehirne. Mach das. Das erste hat mich vergiftet. Ja, egal, ist der Rest auch bis voll bis wieder. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, ich futter die auch. Snack die weg hier. Jetzt gehen wir einfach mal auf Map-Erkundung. Ohne Essen, oder? Ich hab doch hier, ne? Ich hab 26 Gehirne. Und schauen wir jetzt hier. Ich suche Liscarios Base. Die haben gesagt, die sind Full Deer. Das heißt, die werden nur Dias in ihren Kisten haben. Die haben Full Deer und gehen nicht raus, was ist da los? Unterwegs gewesen. Die werden bestimmt noch mehr Dias in ihren Kisten haben. Und die will ich jetzt. Mann. Oh nein, hier ist er. So. Ach, in dem Gang bin ich jetzt. Oh. Kann aber ja nur Blaze gewesen sein. Wieso, was hast du gefunden? Nee, hier. Diesen Tunnel, in dem wir schon mal waren. Wo ich mich dann, als ich mich hochgebuddelt habe, kamen wir im Meer raus und mussten schnell hochschwimmen. Cool. Wenn ich dran erinnerst. Ja, so vage. Das ist eigentlich eine verlassene Base, aber ich weiß, dass ein anderes Team genau in diese Base hier auch schon reingegraben haben muss, genauso wie wir. Und den Gang suche ich. Dieses Verbindungsstück. Viel Spaß. Und dann hoffe ich, dass das Team schwarz ist. Die sind gerade weg. Ich gucke in die Kisten. Oh, überall Diamanten. Und Essen? Ich habe gerade einen Namen gesehen hier unten. Du bist nicht unten, ne? Du kannst mich nicht gesehen haben.
mach meinen Gang zu, ich bleib hier. Ich stealth jetzt einfach den Rest des Tages. Stealth lieber rum, ey. Warum geht denn Hirn so schnell weg? Das ist doch auch S. Ich buddel mich jetzt ein. Komm, ich mach alle. Hab ich jetzt richtig getroffen? Nein. Doch. Ich hau ab. Du haust ab? Ich buddel mich weg, ich habe keine Ahnung, es war ein kurzer Name. Ja, Exolo ist ja dann. Kann ja nur die beiden wieder sein. Aber der ist noch nicht hier unten. Ja, wer soll sonst sein? Herr Blaze? Also von der Kürze des Namen her. Ich habe keine Ahnung, ist mir egal. Ich hau ab. So viel ist sicher. Sah auf jeden Fall so aus, als wäre er schon in unseren Gängen drin. Komm. Ich bin so 5-7. Ich habe mich einfach in unserem Bagger heruntergebuddelt, habe sie ja zugemacht und renne jetzt so unher. Wenigstens bleibt die geheime Kiste sicher. Wenn du sie wieder zugemacht hast mit Clean Stone. Hab ich zugemacht, ja. Keine Sorge. Ich weiß nur nicht, wie mein langer Spitzhacke schon wieder hält. Die ist ja halb ganz. Keine Sorge, du lockst die Leute immer zu. Der war hier schon unten. Der war unten, nicht oben. Er kam einfach von der Seite. Wir haben jetzt gerade. Wir sind hier nicht allein hier unten, wo wir sind. Befürchte ich. Ich höre hier überall Lava, ey. Oh, leck. Wo bist du? Irgendwo oben, oder was? In der Base von Blau noch. Jetzt wieder raus. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier ein bisschen Zeug anbauen. Ein bisschen Weed, aber. Zeit. Ja, geht nicht. Ich muss eine Basis finden. Also ich muss entweder die von Blaze oder Niscario finden. Das Gute, ich habe halt jetzt noch Gehirne zum Essen. Über mir schiebt gerade ein Creeper, warum weiß ich nicht. Ich bin hier bei Obsidian rausgekommen. Ich muss nochmal den Meeresausgang nehmen. Sonst finde ich hier keinen. Ich könnte das Level jetzt hier an dieser Stelle verlassen. Hier ist ein Loch in der Wand. Denk dann, die Wolle noch zu platzieren. Ich hab doch schon die Wolle platziert. Hier war schon mal jemand, hier ist Cobblestone. Super. Verdammt. Ich könnte jetzt hier gerade die Welt verlassen, wenn ich wollte. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. War da gerade ein Name? Ich lasse diese Tasse nie wieder los. Mir tut mein Finger schon weh, aber ich lasse die Tasse nicht los. Halt durch. Wieso ist hier Cobblestone? Wer war denn schon mal hier? Hier ist doch alles zu. Wer will denn hier gewesen sein? Wie ist der denn hier hingekommen? Frag mich, wie diese Gänge hier entstanden sind. Das ist gut. Was denn? Ein neuer Gang und da steht ein Workbench in der Gang. Das heißt, hier war ich wirklich noch nicht. Und der Gang endet dann einfach. Aha, nein! Geschickt! Da ist ein Name. Zwei Namen bei mir. Die wieder. Das sind Julia und Exolo, ja. Du bist noch versteckt? Ich lasse diese Tasse nie wieder los in meinem Leben. Die sind ungefähr da, wo unser neues Lager ist. Hoffentlich sehen sie das nicht. Das ist ja zu eigentlich. Ungefähr bedeutet aber auch, dass du gut gearbeitet hast. Es versteckt ist. Ich hab wieder zugemacht alles, ja. Aber die wissen, dass wir jetzt wieder unser neues Lager haben quasi. Also, das sind ja neue Submining-Gänge. Ich hau auf jeden Fall ab. Ich gehe immer weiter. Tschüss. Ich hab nur kein Holz dabei. Das ist so lustig. Und gleich ist meine Spitzhacke schon wieder kaputt. Ich muss also irgendwann wieder zurück. Wir müssen eine Falle bauen, die dann einfach müssen wir uns einfach zeigen und dann. Eine Falle müsste der Block, in dem die stehen, genauso hoch sein wie die sind und Lava von oben reinkommen. Nee. Du kannst sie auch mit Gravel einfach runterfallen lassen und dann erschlagen lassen. Durch Gravel.
Ich bin auf dem Strip-Mining gestoßen mit Fackeln. Oh shit, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oder unten zu Hauf. Ja. Ich hasse Fackeln. Kann man die wegmachen? Dann sieht man mich nicht so gut. Als ob Exolo das nicht auch hat. Das weiß ich nicht. Ist mir auch relativ scheißegal, ob er das hat oder nicht. Da habe ich den Eingang des anderen Teams gefunden, konnte es aber leider nicht zuordnen. Muss Erde bewachsen, also wenn jetzt Erde lange oben liegt, muss da Gras drauf wachsen? Also, oder gibt es wohl auch Blöcke, wo keine Erde drauf ist? Wenn da Schafe in der Nähe sind, gibt es auch Blöcke, wo keine Erde drauf ist. Weißt du, was ich meine? Shit, da kommt ein Creeper. So, das hat jetzt jeder gehört. Wenn hier unten einer war, hat er den Creeper gehört, aber gut. Eine Explosion kann dich noch nicht so zuordnen lassen. Überall Strip-Mining-Gänge hier unten. Ja, da bin ich auch schon komplett durchgegangen. Im Wasser ist Wolle legen verboten, ne? Also unter Wasser. Ja, ah, ich weiß, wo das Kario, glaube ich, ist. Es gibt eine Base in der Luft. Mehr oder weniger gut, ja. Ich riskiere mal einen Blick, falls die unten sind, weil die müssen ja irgendwo abbauen, weißt du, was ich meine? Mhm. Spannend hier. Die Airbase ist spannend. Base in der Luft, echt, ey? Noch nicht angefangen, ein Aussichtsturm oder sowas. Ach, mitten im Wald, oder was? Ah ja, da habe ich vorhin die grüne Wolle in der Nähe gefunden. Also das Ding habe ich schon gesehen. Also das ist keine ganze Base, ist wirklich nur so ein Punkt. Aber Punkt ist so ein, aber es sieht aus, als wenn die es weiterbauen wollten, weil das ist auch so ein Geländer, damit du nicht runterfällst. Also, oder auch nicht geschubst werden kannst. Ja, ja. Wie wir das, ein Wassereimer setzen auf? Ah ne, ich kann ihn einfach da lassen. Also wenn mich mittlerweile kein Arsch bemerkt hat auf der Welt, sind die alle weg. Ich bin hier, ich war schon überall. Ich bin durch. Mir tut mein Finger weh beim. Ich bin schon durch alle Strip-Mining-Gänge gegangen. Ich bin jetzt in der Luft gewesen. Ich kriege einen Krampf in meinem Finger. Leg eine Tesafilm. Ja, also die Frage finde ich aber auch dumm. Wie denn? Also warum sollte das jemand tun? Wieso sagst du, dass die gerade unten waren? Dann wissen wir doch, dass sie wieder in der Nähe sind. War doch jetzt nicht schlau. Vielleicht mache ich es auch mit Absicht. Ja, das ist jetzt zu großer Zufall dann. Ich frage mich, warum Schafe kein Fleisch geben. Das ist eigentlich nämlich totaler Schwachsinn. Die haben doch auch welches. Meinst du? Ja, woraus bestehen die denn? Oh, ich hab einen Treppe von da oben. Ein taktisches Spiel ist ein gewonnenes Spiel. Ich würde sagen 50%. Gang gefunden, der nach oben geht. Ich habe keine Ahnung, wen er gehört. Ich halte mich gerade mit rohem Fleisch am Leben. Ich töte. Ich habe gar nichts. Ist mehr als ich habe. Aber ich werde jetzt gleich auf wen stoßen. Also ich mache mich schon mal drauf gefasst. Weil jetzt bin ich gleich einmal rum. Ich bin jetzt genau in der Ecke, wo rot sein muss. Im Moment machen wir halt gar nichts Sinnvolles, ne? Naja, ich suche noch eine Wolle, ne?
Wir brauchen ja noch eine für ein Leben, richtig?